Ja, es ist nicht schön, aber ich weiß jetzt, warum das Schlaganfall heißt. Das heißt, man kriegt erst den Schlag und hinterher, wenn man kapiert hat, worum es geht, den Anfall. Ja, so ist das. So, ihr Schätze, ich werde euch einiges zum Vortrage bringen. Für mich ist es sehr schön, dass das heute keine Tanzveranstaltung ist. Da hätte ich die eine oder andere Schwierigkeit. Ich werde euch jetzt mal was aus meinem Leben erzählen, und zwar Folgendes. Ich muss mit euch jetzt mal was besprechendlich sprechen. Eigentlich geht es nur eine Minderheit an, aber ich finde, alle sollen es wissen. Auch als behinderter Mensch muss man mal einkaufen. Das ist aber nicht so einfach. Hierbei gibt es verschiedene Kategorien. Die erste ist, ich weiß strategisch genau, was ich will und hoffe auf einen Behindertenparkplatz in der Nähe, also in der Stadt. Praktisch für ohne Rollstuhl. Eine zweite Kategorie ist, mal gucken, was es so gibt. Die wird meistens noch mit Rolli bewerkstelligt, weil ich nicht so lang geländegängig bin. Und bei Mädchen dauert ja manchmal auch ein bisschen länger. Ne? Sehr gut. Ich erwische mich, dass ich auf dem Weg in die Innenstadt per Auto, mit der Bahn geht es ja nicht, da Köln auf Behinderte ja nicht so ausgerichtet ist. Köln ist ja auch pleite. Obwohl an jeder Ecke so ein Radar-Dingen steht, aber egal, gut. Auf dem Weg bestelle ich schon mal beim Universum und sämtlichen Erzengeln freie Lala-Parkplätze, wie ich sie nenne, so mit so einem Ausweis, Behindertenparkplätze. Beim Einbiegen in die Straße mit den Behindertenparkplätzen sehe ich schon von Weitem einen schnittigen und wendigen Porsche Cayenne vor- und zurücksetzen. Am Steuer eine blonde Mitfünfzigerin. Da hat der Zahnarztfahrt die wohl vergessen, mit Zahnarztmutti vorm Verleih des Fahrzeugs das Parken zu üben. Ich bin auf 1000. Wir fahren neben das Porsche Bobbycar und ich weise Mutti darauf hin, dass es sich hierbei um Behindertenparkplätze handelt. Um aber nicht gleich einen einzelnen Behinderten zu diskriminieren, hat Mutti gleich alle drei hintereinander blockiert. Ja, schlau war es. Aber ich habe kurzum bei einem Blick in ihr Gesicht gesehen, es handelt sich auch um eine Behinderte, weil Mutti hatte gerade ein Fruchtsäurepeeling hinter sich, was noch nicht ganz abgeheilt war. Ja. Also hatte die Behinderung leider nur im Gesicht und nicht im Geläuf. Sie schürzt aber bemüht ihre aufgespritzten Lippen, würde wohl gerne Fratzen schneiden, ging aber nicht. Weil die ganze Fresse mit Botox erschossen war, ja, schade eigentlich. Zuerst denke ich, es handelt sich um Lady Gaga im Fleischkostüm, aber offensichtlich, wie gesagt, Fruchtsäure-Peeling-Behandlung, das sah nach Schmerzen aus. Ich hole nur kurz meine Eskader-Abendrobe ab, flötet es, bin gleich wieder da. Ich sag, pass mal auf, Schatz, da vorne im Haus ist ein Hautarzt, da holst du dir erstmal besser eine Salbe für dein Gesicht. Sonst gibt das mit der Gala heute Abend nichts. Und falls der nichts hat, hier ist er einfach zwei Ecken weiter, da ist ein Motorradladen. Vielleicht haben die ja Integralhelme passend von Escada, man weiß es ja nicht. Dann hast du auch gleich den Friseur gespart. Mutti was not amused und rauschte wütend ab. Ich hatte Wut im Bauch und dachte mir nur, wenn wir keinen Parkplatz kriegen, ist der Shopping-Ausflug gestrichen, aber glücklicherweise hatte ich ja im Kofferraum noch den Rolli dabei. So, wir also eine Runde um den Block, Parkplatz gefunden, Klatsch-Rolli raus und weiter ging es. Ich habe gedacht, gehst du mal kurz da in den H&M, mal gucken, was es da Neues gibt. Ich brauche Shirts. Um ein Geschäft hereinzukommen, braucht man allerdings den schwarzen Gürtel im Yoga, weil kein Mensch hält einem eine Mathe Tür auf. Aber glücklicherweise war meine Freundin dabei und man hat es doch geschafft. Die Gänge in den Geschäften sind furchtbar eng, man kommt nicht durch. Und logischerweise befindet sich das, was ich mir so dachte, ganz hinten. Wir suchen nach Modellen und Größen. Modell hatte ich gefunden, nur die passende Größe noch nicht. Aber ich war schon durch diese Rundkarussellständer schön mit T-Shirts behangen, sah mittlerweile aus wie der König von Togo, weil alles hing entweder auf meinem Kopf oder an den Griffen von meinem Rolli. Horror, ich sage euch.
Ja, echt, ich war hübsch dekoriert und bin dann schon mal mich an der Kasse ansitzen gegangen, weil meine Freundin guckte noch. Jetzt musste ich aber der Kassiererin erstmal klar machen, dass ich nicht alles, was an mir hängt, wollte, sondern nur das, was schön bunt war und passte. Sehr gut. Und damals schon einmal in der Stadt waren, das war im Winter, habe ich gesagt, lass uns doch direkt mal schön jetzt hier da im Stadtgarten noch an den schönen kleinen Weihnachtsmarkt gehen. Wunderbar. Das Problem war, es gab auf dem Weihnachtsmarkt Grünkohl. Ich konnte ja praktisch nichts sehen, hatte 500 Handtaschen im Gesicht. Und vor mir liefen alle pupsenden Grünkohlesser und ich krische das natürlich alles mal schön mit. Sehr gut. Am Ende des Weihnachtsmarktes fragte mir meine Freundin, was ist denn mit dir los? Warum hast du zwei Cs im Gesicht? Ich sagte, ja, da muss wohl eine von den 500 Handtaschen eine Chanel-Handtasche gewesen sein, vermute ich. Ich kann nicht nur eins sagen und Schluss verhügt, der Rest bestelle ich mir im Internet. Auf dem Weg zum Auto kamen wir an den Lala-Parkplätzen vorbei, die noch immer vom schnittigen Cayenne belegt sind. Und Mutti steht mit dem Handy an ihrem Porsche-Panzer und säuselt, Ansgar, du musst mir helfen, ich komme aus der dämlichen Parklücke nicht mehr raus. Und das Escada-Kleid hat die Schlampe auch vertickt. Mit letzter Kraft nehme ich Mutti das Handy aus der Hand, ein Samsung Note 2, gucken klappt wohl auch nicht mehr so gut bei Mutti. Gut. Ich sag, liebster Ansgar, warum lässt du Mutti auf Melania Trump umtunen? Zeig ihr besser mal, wie parken geht. Nee, also. Also wäre für uns alle das Beste, wenn du mit Mutti Ludmilla in ihrem Porsche-Panzer im Krisengebiet nach Afrika gehst. Da gibt es massenweise riesige Parkplätze und in der Karre könnte schön noch eine zehnköpfige Familie pennen. Und außerdem zählt sie mit ihrem ganzen Botox und sonstigen Giften im Körper auch als chemischer Kampfstoff. Die freuen sich bestimmt auf sie. Tschüss, Ansgar. Das zu dem, jawohl. Ja, Leute, ich sage euch, man kann einiges erleben und in meiner Situation kriege ich häufiger schon mal Besuch von der Krankenkasse. Die müssen kontrollieren, ob bei mir wirklich so vieles kaputt ist, wie gesagt wird. Oder ich muss da irgendwie selber auch vorstellig werden bei den Ärzten. Neulich hatte ich wieder sowas und musste zu einer Neurologin, die ist in meinem Fall vom Fachpersonal. Und da lurdet mich an und sagt, machen Sie Ihren Haushalt selber? Ich sag, ja, wie mit einem Arm, wunderbar, klappt hervorragend, ich habe für die Küche die Spülaxt. Ich komme morgens rein, mache mir erstmal einen Kaffee, dann gucke ich, was alles dreckig ist und schwinge die Axt. Was kaputt ist, ist praktisch sauber und nicht mehr vorhanden. Und was bei dem ersten Rundgang nicht geschafft hat, muss leider hinschimmeln, bis der Arm wieder geht. Oder beim zweiten Gang mit der Axt gucken, ob es getroffen wird. So sieht das Leben aus. Machen Sie Ihren Haushalt selber. Yo. Ja, es ist nicht schön, aber ich weiß jetzt, warum das Schlaganfall heißt. Das heißt, man kriegt erst den Schlag und hinterher, wenn man kapiert hat, worum es geht, den Anfall. Ja, so ist das. Nee, aber das Schöne ist ja, ich habe es überlebt und versuche das Beste draus zu machen. Am 2. Juli verreise ich das erste Mal alleine, mal gucken, wie es ist. Wenn das nicht klappt, werdet ihr wahrscheinlich in der Zeitung lesen. Ha! Ja, scheiße Wand, ein bisschen Abenteuer muss sein, oder was? Ja, oder? Sehr gut. Jetzt mache ich euch noch ein kurzes Nümmerchen. Also es geht um Dienstleistung. Ich finde es absolut zum Kotzen. Also früher haben sie einem noch die Sachen nach Hause getragen. Heute muss man sich schon selber besoffen in ein Taxi setzen, sonst macht es keiner. Servicewüste Deutschland. Man kann sich darüber aufregen oder man nimmt es mit Humor. Ich bin letztens in meinem Auto in der Werkstatt gewesen, weil es ruppelte und qualmte. Gut, das Qualmen konnte ich selber beheben. Ich habe einfach mal den Aschenbecher geleert, aber das Ruckeln blieb. Und was wird man als erstes heutzutage in der Werkstatt gefragt? Richtig, hatten Sie einen Termin? Ich sage, wofür? Für das Kaputtchen? Haben Sie Zeit mitgebracht? Ich sage, nein, aber mein kaputtes Auto.
Ja, dann warten Sie einen Moment, der Meister kommt gleich, um sich ein Bild davon zu machen. Ich sage, pass mal auf, Schatz, nicht, dass man uns nicht missversteht. Der soll das nicht malen, mir reicht völlig aus, wenn er repariert. Schon erst 2 Stunden später kam er um die Ecke, der deutsche Meister in Kfz, im himmelgrauen Renault Clubsacko. Kittel rechts, sie scheitelt links, sie strielt und die Knopfreihe mittig zum Solarplexus, sie bühlt. Da, Frau Köster, was hat er denn? Geile Frage, oder? Wie peinlich, jetzt warte ich mal 2 Stunden blöd hier rum, atme Ihnen Ihre kostbare Luft weg und hab die noch gar nicht gefragt, was er hat. Oh, Weiber, Mann! Schuldbewusst habe ich mich natürlich sofort zu meinem Auto umgedreht und leise gefragt, was hat du denn? Sag mir mal in Öhrchen. Was hat er denn? Pass mal auf, du Ölstab. Wenn ich wüsste, was der hätte, dann würde ich hier nicht auf diesem Hirnfriedhof abhängen und darauf warten, dass mir der Besenreißer in die Stelze platzen. Boah. Ja, oder pass auf. Letztens war ich beruflich in Berlin, steige in ein Taxi und sag einmal Kudamm bitte. Da fragt der Kutscher mich allen Ernstes, watten, wo ist denn ditte? Ich sag immer, gute Frage, keine Ahnung, lass uns doch kurz nach oben gehen, dann setzen wir uns einen schönen Kaffee auf und googeln das mal eben schnell. Wo ist der Kudamm? Ding dong, du Schnarschnase, bist du das Quiz-Taxi oder die kleine Rätselfee? Ich weiß ja nicht, was du gelernt hast. Aber auf deinem Dach steht Taxi. Also frag mich nicht, woher der Kudamm ist, sonst mal aus Dinger Kisse Radio, du Idiot. Geschichten, die das Leben schrieb. Oder letztens im T-Punkt. Irgendwas war mit meinem Modem. Und ich musste eh in die Stadt, also das Ding unter den Arm und ab in den T-Punkt. Weil ich muss dazu kurz erklären, vorher habe ich bei der Hotline angerufen, hatte einen Sachsen am Telefon. Und er sagte zu mir, da müssen Sie mal mit Föhn in Ruder pusten. Busten seht. Ich sag, pass mal auf, Schatz, ich weiß nicht, wer der in die Runkel gebüstet hat, aber so läuft das nicht, wa? Also pass auf, ich war dann im T-Punkt. Ich meine, das hört sich erstmal harmlos an, aber ihr habt ja auch den Verkäufer nicht gesehen, der todesmutig in dieser knallrosa Bumsbutze auf mich zustürzte. El Spacko, König Funkloch höchstpersönlich. Wofür steht das T im T-Punkt eigentlich? Ja, wofür steht das T im T-Punkt eigentlich? Wer ist das einer? Ich weiß es, denn damit begrüße mich Herr Telekom vollmundig. Tag, kann ich Ihnen helfen? Das weiß ich noch nicht, das muss ich noch mal tucken. Spaß beiseite, wann haben Sie diese Woche frei? Donnerstag. Ich sag, gut, da komme ich dann noch mal wieder. Schätze, ich frage mich echt, wo soll das enden? Ich sag euch nur, irgendwann, da stehen wir vom Himmelstor, klingelt und dann hören wir die bekannte Frauenstimme. Leider klingen sie außerhalb unserer Geschäftszeiten. Wenn sie katholisch sind, drücken sie die 1. Wenn sie evangelisch sind, die 2. Und wenn sie konfektionslos sind, wenden sie sich bitte an unseren Kundenberater im Superterre. Ja, es ist ein Albtraum in Tüten. Sehr gut. Ich finde das Motto hier aber schön, echt mit Gedanken tanken. Ich sage euch nur eins, tankt schöne Gedanken und fahrt weg, so oft ihr könnt und der Geldbeutel zulässt. Verreist und guckt euch die Welt an und sucht euch keine Vorbilder. Guckt in den Spiegel, da habt ihr selber welche. In diesem Sinne einen geilen Sommer. Vielen Dank. Ja. Hat's dir gefallen? Dann tauch doch noch tiefer in deine persönliche Weiterbildung ein hier mit unserem Gratis-Seminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Hier findest du die aktuellste Playlist, hier findest du ein Video, welches ganz besonders gut zu dir passt und hier kannst du gratis unseren Channel abonnieren.